Wenn ihr noch nie ein CRPG gespielt habt und Dungeons & Dragons lediglich ein Hollywood-Film im gleichnamigen Universum für euch ist, dann können die ganzen Würfel und Werte für euch ganz schön undurchsichtig sein. Denn was geschieht da überhaupt und warum benötigt ein Kämpfer oder eine Kämpferin unter Umständen sogar Intelligenz? Das und mehr seht ihr in diesem Video. Damit wir verstehen können, was wir überhaupt spielen und warum Attribute und Würfe funktionieren, wie sie es eben tun, sollten wir das Genre und seine Bedeutung kurz unter die Lupe nehmen. Baldur's Gate 3 ist ein sogenanntes CRPG, also ein Computer Role Playing Game. Doch diese Bezeichnung ist etwas verwirrend, denn das bedeutet nicht einfach, dass es ein Rollenspiel ist, das am Computer oder auf der Konsole gespielt wird. Auch wenn es wiederum nicht ganz falsch ist. Vielmehr beschreibt das CRPG die Portierung eines Tabletop-Rollenspiels oder kurz TTRPG oder auch Pen & Papers in die digitale Welt. Im Falle von Baldur's Gate 3 dient das TTRPG Dungeons & Dragons die 5. Edition als Grundlage, was die meisten spätestens seit The Big Bang Theory und Stranger Things kennen dürften. Doch den Ursprung hatten CRPGs schon im Jahre 1980, als Richard Garriott, der Schöpfer der Ultima-Serie, Akalabeth für den Apple II entwickelte, das unter anderem entscheidend von Dungeons & Dragons beeinflusst wurde. Wenn ihr noch mehr über CRPGs erfahren möchtet, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, denn jetzt geht's ab zu den Attributen. Genauso wie verschiedene Menschen in der Realität unterschiedliche Eigenschaften haben, so wird das auch in Baldur's Gate 3 klassischerweise abgebildet mit den 6 Attributen Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Und dabei werdet ihr nie alles gleich gut beherrschen, denn obschon ihr die Heldin oder der Held der Geschichte seid, habt auch ihr Ecken und Kanten. Während des letzten Panel of Hell Release Showcase wurde der Charaktereditor weiter angepasst und ihr werdet ab dem Release unabhängig eures gewählten Volkes eine Attributswerterhöhung von plus 2 und plus 1 frei verteilen können, ähnlich dem Regelwerk Taschas Kessel mit allem. Abgesehen davon und dem angepassten Layout sind allerdings die nachfolgenden Themen und Erläuterungen weiterhin anwendbar. Bei der Charaktererstellung gibt es in Dungeons & Dragons 3 Standardvarianten zur Festlegung der Attribute. Das sind erstens die Standardwerte. Da verteilt ihr die Zahlen 8, 10, 12, 13, 14 und 15 frei auf eure Attribute. Oder Würfeln. Ihr würfelt 6 mal 4W6, also 4 Sechserwürfel, entfernt das geringste Ergebnis bei jedem Wurf und zählt die übrigen zusammen, das entspricht dann einem Attributswert. Und lässt sich Punkte kaufen. Ihr habt 27 Punkte zur Verfügung und je höher euer Wert sein soll, desto mehr Punkte müsst ihr investieren, könnt dabei aber nicht über 15 hinausgehen und der Mindestwert ohne Kosten liegt bei 8. Bei Baldur's Gate 3 haben sich für die Variante des Punktekaufs entschieden, was ihr oben rechts unter dem Reiter Attribute in der Charaktererstellung erkennen könnt. Bei unserem Beispiel entscheiden wir uns der Einfachheit halber für einen Menschen. Diese Volksvariante erhält plus 1 auf jedes Attribut ausgehend vom Grundwert 8, wenn wir alle Attribute aufs Minimum setzen und daher anschließend 27 Punkte zur Verfügung haben. Somit sind mit Attributswerterhöhung durch das Volk Mensch alle Werte auf 9. Bei der Attributswertverteilung gibt es viele Herangehensweisen. Ob ihr das Potenzial eures Charakters und seine Klasse vollständig ausschöpfen wollt oder aufgrund seiner oder ihrer von euch frei erfundenen Hintergrundgeschichte die Attributswerte zuteilt. Beispielsweise könnte eure Magierin etwas begriffsstutzig sein, dafür aber aufmerksam und eifrig, was sie mit einem niedrigen Intelligenzwert und einem hohen Weisheitswert festlegt. Oder ihr seid ein schwächlicher Kämpfer, der unbedingt ein starker Held sein möchte, aber in unzähligen Büchern gewälzt hat, dann würde das durch einen geringen Stärke- oder Konstitutions-, aber hohen Intelligenzwert wiedergespiegelt. Das ist dann ein Aspekt des sogenannten Rollenspiels, aber das nur so am Rande. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber das Potenzial eures Charakters vollständig ausnutzen wollt oder ob ihr gerne auch mal einen Makel in Kauf nehmt. Damit ihr euch vorstellen könnt, was überhaupt eine herausragende oder unterdurchschnittliche Eigenschaft ist, könnt ihr euch an einem Bürger oder NPC orientieren. Normale Leute, also keine Abenteurer und Helden wie ihr, verfügen in allen Attributen einen Wert von 10. Das entspricht dem puren Durchschnitt. Doch wie verteilt man jetzt die Attribute und was geschieht damit? Attribute sind eigentlich nur der zweitwichtigste Wert, denn wichtiger ist der sogenannte Attributswertmodifikator, den wir ab jetzt nur noch Modifikator nennen. Dieser bestimmt, ob ihr bei euren Würfen einen Malus, einen Bonus oder nichts von beiden mehr haltet. Und dabei sind nicht nur die offensichtlichen Würfe während Interaktionen gemeint, sondern auch während eines Kampfes. Die Höhe eines Modifikators ist abhängig von der Höhe eures Attributwerts. Die Modifikatoren
Generatoren sind dabei immer abhängig vom effektiven Attributswert nach Anrechnung von Boni wie diejenigen eures gewählten Volkes und allfälliger Ausrüstung. Modifikatoren erhöhen sich um 1 immer beim Erreichen des nächsthöheren runden Attributswerts. So entspricht ein Attributswert von 8 bis 9 einem Modifikator von minus 1, 10 bis 11 einem Modifikator von 0, 12 bis 13 hat ein Modifikator von plus 1 und so weiter. Bis auf einen natürlich zu erreichenden Attributswert von maximal 20 mit einem Modifikator von plus 5. Aber es gibt auch spezielle Umstände im Spiel wie Zauber, die eure Intelligenz auf 1 setzen können, wonach euer Modifikator minus 5 entspricht, dem tiefstmöglichen Wert. Zwei Beispiele. Wenn euer Attribut Stärke einen Wert von 15 hat, entspricht euer Stärke-Modifikator plus 2. Bei allen Attributswürfen, die auf Stärke basieren, wie das Zuschlagen mit einem Zweihandschwert, werden also ohne weitere Boni und Mali grundsätzlich plus 2 zum Angriffs- oder Schadenswurf hinzuaddiert. Hierzu ein konkretes Beispiel. Euer Kämpfer mit einer Stärke von 17 versucht einen Goblin mit seinem Zweihänder zu treffen und wirft daher mit einem W20, also einem 20-seitigen Würfel, um herauszufinden, ob er diesen trifft. Das Ergebnis ist eine 16. Hierzu kommt nun der Stärke-Modifikator von plus 3. Das Ergebnis ist also noch ohne Übungs- und Spezialboni eine 19. Wir gehen nun von einem Treffer aus. Ein normales Zweihandschwert richtet 2W6 Schaden an. Diese beiden 6er-Würfel werden nun geworfen. Zusammengerechnet und obendrauf kommt noch euer Stärke-Modifikator von plus 3 als Bonusschaden. Ein anderes Beispiel zu den Modifikatoren. Wenn euer Attribut Konstitution einen Wert von 8 hat, entspricht euer Konstitutionsmodifikator minus 1. Wenn ihr also beispielsweise einem Giftangriff versucht zu widerstehen, wird diesem Wurf, andere Modifikatoren mal außen vor gelassen, 1 abgezogen. Möchtet ihr ein erfolgreicher Nahkämpfer sein, dann setzt ihr alle Punkte in Stärke, aber auch in Konstitution, da dies ebenfalls die Höhe eurer Trefferpunkte mitbestimmt, dazu mehr im nächsten Kapitel. Um festzustellen, welche Attribute relevant für euren Charakter sind, solltet ihr einen Blick auf die linke Seite bei der Charaktererstellung wagen. Das silberne Sternchen über dem Attributswert bestimmt jeweils das Primärattribut für diese Klasse, also jenes Attribut, das für diese Klasse am wichtigsten ist und den höchsten Wert haben sollte. Dabei gibt es aber noch allenfalls Sekundärattribute, beispielsweise fürs Zauberwirken, die ebenfalls wichtig sind und da verwende ich nochmals den Kämpfer als Beispiel. Ein Kämpfer hat ein Sternchen über Stärke. Da gewisse schwere Rüstungen einen hohen Stärkewert voraussetzen und ihr klassischerweise mit schweren Waffen im Nahkampf seid, deren Trefferchance und Schaden von eurem Stärke-Modifikator abhängen. Konzentriert ihr euch aber auf Fernkampfwaffen, dann solltet ihr euch dennoch für Geschicklichkeit als Primärattribut entscheiden. Das Sekundärattribut des Kämpfers ist Konstitution, aber im Ausnahmefall der Unterklassenspezialisierung Mystischer Ritter oder Eldritch Knight im Englischen ist es Intelligenz. Denn diese magiewirkende Unterklasse des Kämpfers verwendet Intelligenz als Attribut zum Zauberwirken. Wie hoch also eure Chance ist, mit dem Zauber Feuerpfeil einen Gegner zu treffen, oder sie eurem Zauber Taschas fürchterlicher Lachanfall widerstehen können, hängt von der Höhe eures Intelligenzmodifikators ab. In Baldur's Gate 3 gibt es Klassen, deren Sekundärattribut sich hinter dem Tooltip versteckt, wenn ihr über das Attribut hovert. Doch bei Unterklassen sucht ihr das vergeblich, zumindest zum Stand vor dem Release. Wo Sekundärattribute sich vom Primärattribut unterscheiden, diese aber fürs Zauberwirken essentiell sind, habe ich euch eine kurze Übersicht aufgestellt. Kämpfer im Falle vom mystischen Ritter verwenden Intelligenz, Paladine verwenden Charisma, Schurken im Falle vom Arkanbetrüger verwenden ebenfalls Intelligenz und der Waldläufer verwendet Weisheit. Und um es schon mal vorne wegzunehmen, der Mönch verwendet Geschicklichkeit als sein Primärattribut und Weisheit als Sekundärattribut für seine Key-Fähigkeiten. Noch ein paar Informationen, worauf einige Attribute sonst noch Einfluss nehmen und was sie definiert. Die Stärke bestimmt eure Wahrscheinlichkeit, mit stärkebasierten Waffen wie einem Zweihänder zu treffen, sowie dessen Bonusschaden. Außerdem lässt sie euch, sofern euch eure Klasse Übung darin gewährt, schwerere Rüstung tragen, erhöht eure Traglast, lässt euch einfache Türen eintreten, Fesseln sprengen und schwerere Objekte bewegen. Die Geschicklichkeit beeinflusst die Rüstungsklasse nahezu aller leichten und mittelschweren Rüstungen sowie eure Trefferwahrscheinlichkeit und Bonusschaden mit Fernkampf- und Finesse-Waffen wie Rapieren und Dolchen. Und auch eure Initiative, also ob ihr bessere Chancen habt, im Kampf zuerst an der Reihe zu sein. Außerdem verlangen viele Zauber wie beispielsweise der klassische Feuerball einen Geschicklichkeitsrettungswurf, damit ihr solchen Schaden halbieren, schlimmere Folgen vermeiden oder sogar gar keine negativen Effekte in Kauf nehmen müsst. Auch das Knacken von Schlössern oder Entschärfen von Fallen wird durch einen Geschicklichkeitswurf bestimmt.
Konstitution als Attribut wird von keiner Klasse vorausgesetzt, aber gleichzeitig bestimmt es die Höhe der Trefferpunkte aller mit und macht euch widerstandsfähiger, beispielsweise Gift zu widerstehen, den Atem unter Wasser anzuhalten oder im Wettrinken nicht vom Stuhl zu fallen. Intelligenz und Weisheit sind zwei Werte, die oft verwechselt werden können. Grundsätzlich bestimmt die Intelligenz euer Erinnerungsvermögen und kognitive Fähigkeiten, Zusammenhänge erkennen zu können, kryptische Schriften zu entziffern oder euch an historische Ereignisse zu erinnern. Weisheit repräsentiert vor allem euren Instinkt, eure Intuition und wie aufmerksam ihr seid. Sie widerspiegelt eure Erfahrenheit im Einschätzen der wahren Absichten eures Gegenübers, dem Beruhigen eines aufgescheuten Pferdes, eine Krankheit zu diagnostizieren und vor allem auch eure Umgebung mit geschärften Sinnen wahrzunehmen, beispielsweise das Klagen eines Geistes hinter einer Tür in einer Krypta. Letztlich, Charisma bestimmt euer Auftreten oder wie erfolgreich ihr beim Beeinflussen oder Unterhalten jener seid. Ob ihr Leute mit eurer Anwesenheit einschüchtern oder ihnen lieber eine Lüge erzählt und dabei nicht ertappt werdet, oder wie gut die Gäste in einer Taverne euer Flötenspiel aufnehmen. Gekoppelt mit dem Attribut Konstitution verdienen Trefferpunkte ihr eigenes Kapitel. Grundsätzlich bestimmt ein sogenannter Trefferwürfel eure Menge an Trefferpunkten maßgeblich auf der ersten Stufe und bestimmt auch, wie viel ihr auf weiteren Stufen dazu erhalten könnt. Diesen Trefferwürfel sucht ihr im Spiel aber vergeblich und wird nur hintenrum für die Berechnung verwendet. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, warum manche Klassen mehr und andere weniger Trefferpunkte besitzen, denn der Trefferwürfel ist abhängig von eurer gewählten Klasse. In Baldur's Gate 3 wird dabei das Trefferpunkte-Maximum auf Level 1 dem höchstmöglichen Wurf gleichgesetzt. So verwendet die Barbarin als einzige Klasse einen W12, also einen 12-seitigen Würfel, der Paladin einen W10, die Hexenmeisterin einen W8 und der Magier einen W6. Jetzt kommt allerdings noch der Konstitutionsmodifikator ins Spiel, denn dieser senkt oder erhöht eure Trefferpunkte gleich dem Modifikator. Ein Beispiel. Eine Barbarin mit einem Konstitutionswert von 14 hat einen Modifikator von plus 2 und erhält daher 12 Trefferpunkte aufgrund ihres W12 Trefferwürfels, zuzüglich von 2 wegen ihres Konstitutionsmodifikators und somit insgesamt 14 Trefferpunkte mit Level 1. Bei Stufenaufstiegen wird in Baldur's Gate 3 eine Regelvariante von Dungeons & Dragons verwendet, womit ihr jeweils den aufgerundeten Mittelwert, also nicht die Hälfte, eures klassenspezifischen Trefferwürfels erhaltet, zu oder abzüglich eures Konstitutionsmodifikators. Hier ein weiteres Beispiel. Ein Paladin hat einen Konstitutionswert von 8 mit einem Modifikator von minus 1 und erhält daher aufgerundet 6 minus 1 Trefferpunkt dazu, also total 5. Wichtig zu wissen, wenn ihr aufgrund von Stufenaufstiegen und einer damit verbundenen Attributswerterhöhung eure Konstitution auf den nächsten runden Wert erhöht und damit der Modifikator um 1 ansteigt, erhaltet ihr für jede bereits erreichte Stufe zusätzlich einen Trefferpunkt dazu, inklusive der eben erreichten Stufe. Euer Charakter unterscheidet sich grundsätzlich von einer durchschnittlichen Bürgerin oder Bürger, denn ihr habt Übung. Übung ist ein Grundwert, der allen Attributswürfen einen Bonus anrechnet, wenn ihr, wer hätte es gedacht, darin geübt seid. Ob ihr in einer Fertigkeit, Rettungswürfen oder im Umgang mit Rüstungen, Waffen und Werk oder Fahrzeugen geübt seid, hängt sowohl von eurer Klasse als auch von eurem Volk, eurem Hintergrund und allfälligen Talenten ab. Manchmal könnt ihr aufgrund einer der vorher genannten Eigenschaften auch frei wählen, in welchen Fertigkeiten ihr geübt seid. Zu Fertigkeiten kommen wir aber anschließend. Prinzipiell verfügt ihr bereits mit Level 1 über einen Übungsbonus von plus 2 und dieser steigt dann alle 4 Level um 1 an und beträgt ab Level 9 beispielsweise plus 4, bis zu einem Maximum von plus 6 ab Level 17. Spezifische Klassenfähigkeiten können euch außerdem den Übungsbonus noch verdoppeln lassen, wie beispielsweise Expertise des Barden. Jedem Attribut werden eine Vielzahl von sogenannten Fertigkeiten zugeschrieben, die in spezifischen Situationen durch Würfe abgefragt werden. Nachfolgend gehen wir gemeinsam die Attribute und ihre zugehörigen Fertigkeiten durch. Hinweise dazu findet ihr auch während der Charaktererstellung, in der mir über die Fertigkeiten hovert. Dies ist das einzige Attribut, dem nur eine Fertigkeit zugewiesen wird, nämlich Athletik. Bei Würfen, wo es auf pure Muskelkraft ankommt, findet Athletik jeweils Anwendung, wie beim Runterklettern eines glitschigen Vorsprungs oder sich aus dem Würgegriff einer Riesenschlange zu befreien.
Hier gibt es bereits enorm viel mehr Fertigkeiten. Angefangen mit Akrobatik, die bestimmt, ob ihr die Balance halten könnt, wenn ihr über einen schmalen Balken balanciert oder ob ihr auf einem Schiff im Sturm euer Gleichgewicht halten könnt. Das Unterdrücken von Erbrechen wird dabei aber Konstitution zugeschrieben. Fingerfertigkeit gibt vor, wie gut ihr darin seid, Sachen aus fremder Leute Taschen zu schälen, ohne bemerkt zu werden. Oder Schlösser zu knacken und Fallen zu entschärfen. Heimlichkeit wird immer dann gewürfelt, wenn ihr euch versucht zu verstecken und ungesehen am Gegner vorbeischleichen wollt. Dabei wird die passive Wahrnehmung eurem Heimlichkeitswurf gegenübergesetzt. Oder sogar einem regulären Wahrnehmungsattributswurf, wenn Leute oder Monster aktiv nach euch suchen. Konstitution hat keine spezifischen Fertigkeiten. Eure Arkane-Kunde bestimmt darüber, wie gut ihr euch mit magischen Gegenständen auskennt oder ob ihr eine Arkane-Rune entziffern könnt. Ob ihr in Geschichte einen Fensterplatz gehabt oder in der ersten Reihe gesessen habt, bestimmt die gleichnamige Fertigkeit. Sie hilft euch an vergangene Ereignisse wie Kriege, versunkene Städte oder euch an den Namen des jetzigen Herrschers von Niewinter zu erinnern. Nachforschungen bestimmt darüber, ob ihr aufgrund von zusammenhängenden Hinweisen eine Schlussfolgerung ziehen könnt, ob ihr in einem großen Wälzer die gesuchte Stelle schnell findet oder ob ihr beim aktiven Suchen von Fallen diese auch entdeckt. Naturkunde ist eine weitere Fertigkeit, die verwechselt werden kann, und zwar mit Überlebenskunst. Da Intelligenz auch unser Erinnerungsvermögen darstellt, steht Naturkunde für das Vermögen, sich an bestimmte Pflanzen, Tiere oder das Wetter zu erinnern. Nicht aber aufgrund von Moos an einem Baum die Himmelsrichtung bestimmen zu können. Das wäre dann Überlebenskunst. Religion verhält sich fast wie Geschichte mit einem geistlichen Touch und gibt Aufschlüsse über euer Wissen bezüglich Gottheiten, religiöser Bräuche und dem Identifizieren von geweihten Symbolen. Mit Tieren umgehen ist ziemlich selbsterklärend. Diese Fertigkeit steht dafür, wie gut ihr das Verhalten eines Tieres deuten könnt oder ihr ein aufgescheuchtes Tier beruhigen könnt. Motiv erkennen ist eine weit unterschätzte Fertigkeit, denn sie lässt euch die wahren Absichten anderer erkennen und ob diese lügen oder die Wahrheit sprechen. Sie lässt euch Mimik, Gestik und Körpersprache im Allgemeinen analysieren und einschätzen. Heilkunde in Dungeons & Dragons kann dazu verwendet werden, kampfunfähige Gefährten zu stabilisieren. In Baldur's Gate 3 kann mit der Aktion Helfen allerdings ein sterbender Charakter vom sicheren Tod einfach so bewahrt werden. Die Fertigkeit im Spiel lässt euch also lediglich Krankheiten und ihre Symptome sowie Todesursachen identifizieren. Wahrnehmung ist der wahrscheinlich am häufigsten gemachte Wurf in ganz Dungeons & Dragons und auch in Baldur's Gate 3 wird diese Fertigkeit oft abgefragt. Wahrnehmung lässt euch Dinge hören, sehen oder fühlen, die sich in eurer Umgebung befinden. Überlebenskunst im Gegensatz zu Naturkunde hilft euch in der Wildnis Spuren zu lesen und zu bestimmen, in welche Himmelsrichtung ihr geht oder ob am Horizont in der Wüste tatsächlich eine Stadt oder eine Fata Morgana ist. Ein Wurf auf Täuschen wird dann gefordert, wenn ihr jemand anderes von einer Unwahrheit überzeugen möchtet oder ihr vorgeben müsst, jemand zu sein, den ihr nicht seid. Wie beispielsweise auf einem Ball am Hofe der Königin, wenn ihr eigentlich keine Ahnung von den dortigen Gepflogenheiten habt. Die Fertigkeit Auftreten bestimmt darüber, wie gekonnt ihr auf einem Tisch in einer Taverne einen Tanz vollführen oder das Publikum mit einem lauten Solo begeistern könnt. Wenn ihr jemanden einzuschüchtern versucht, dann sprecht ihr eurem Gegenüber Drohungen aus, gestikuliert feindselig und könnt auch eure physische Präsenz zur Einschüchterung benutzen, um andere von euren Ideen und Vorhaben zu überzeugen. Letztlich überzeugen wird immer dann abgefragt, wenn eure Empathie gefordert ist, indem ihr euren Konversationspartner von eurem Vorhaben überzeugen möchtet, ohne dabei zu lügen oder einschüchtern zu wirken. Der Schwierigkeitsgrad dieses Wurfes gibt auch Aufschluss darüber, wie ablehnend die andere Person eurem Vorhaben gegenübersteht oder wie gut ihr euch an die Etikette im Gespräch mit einer Adligen haltet. Wenn ihr in Baldur's Gate 3 die bestmöglichen Chancen auf Erfolg während Dialogen haben wollt, solltet ihr bei Dialogoptionen, die verschiedene Attributswürfe zulassen, den Wurf wählen, der euch in der Summe am meisten positive Boni hinzuaddieren lässt. Sei es durch eure Klasse, euer Volk oder Übung. Ob dies der Fall ist und wie hoch Mali oder Boni sind, erfahrt ihr, indem ihr mit dem Mauszeiger bei der Antwort über das Attribut hovert. Dabei gibt es aber noch andere Möglichkeiten, das Gegenüber von euren Absichten zu überzeugen oder das Gespräch
fähig, in eine gewisse Richtung zu lenken. Es gibt unterstützende Zauber, die ihr auswählen und sprechen könnt, sofern das Gruppenmitglied sich in eurer Nähe befindet und den entsprechenden Zauber vorbereitet hat. Ein solcher Zauber, den man mit Shadowheart früh im Spiel erhält, ist Göttliche Führung. Dieser lässt euch bei eurem Wurf einen W4, einen vierseitigen Würfel, hinzuaddieren. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Zauber oder Klassenfähigkeiten, die euch helfen. Beispielsweise stellt euch die badische Inspiration des Baden einen W6 zur Verfügung oder der Zauber Person bezaubern. Wenn ihr euch überhaupt mit einer humanoiden Kreatur unterhaltet und der Zauber erfolgreich gewirkt wurde, lässt euch mit Vorteil würfeln. Also mit zwei 20-seitigen Würfeln, wobei das bessere Ergebnis entscheidet. Übrigens lässt sich in Baldur's Gate 3 in der Early Access Version badische Inspiration und göttliche Führung nicht gleichzeitig auf einen Wurf anwenden, obschon das gemäß dem Regelwerk von Dungeons & Dragons möglich ist. Ob das geändert wird, bleibt noch abzuwarten. Bis dahin müsst ihr euch noch entscheiden, welchen Bonus ihr zu eurem Wurf hinzufügt. Darüber hinaus kann das Talent Glückspilz euch erneut würfeln lassen oder das gleichnamige Volksmerkmal der Halblinge lässt euch eine 1 neu würfeln. Bleibt noch die Inspiration zu erwähnen. Wenn ihr entsprechend eurem Hintergrund handelt, wie beispielsweise als Soldat, keine neutralen NPC in einem Kampf umkommen lässt, erhaltet ihr einen Inspirationspunkt. Entgegen der Vorlage aus Dungeons & Dragons, wo ihr nur einen Punkt Inspiration haben könnt, könnt ihr in Baldur's Gate 3 bis zu 4 anhäufen. Ein Inspirationspunkt kann aufgegeben werden, um einen Attributswurf zu wiederholen und verschwindet dann für immer. In einem Kampf kommt nun all das zum Tragen, was wir zusammen angeschaut haben. Nehmen wir als Beispiel diesen Kampf gegen einen Grottenschrat-Schlechter. In Baldur's Gate 3 haben wir gegenüber D&D nämlich einen riesigen Vorteil. Wir können unsere Gegner ganz genau untersuchen und können so herausfinden, wo deren Schwachstellen sind. Unser pelziger Freund hat eine Rüstungsklasse von 14. Diese fügt sich aus seinem Basiswert von 12 zuzüglich der plus 2 von seinem Geschicklichkeitsmodifikator zusammen. Damit wir mit dem Langschwert überhaupt treffen, müssen wir eine 14 oder höher beim Angriffswurf würfeln. Lazelle benutzt ein Langschwert, in dessen Umgang sie als Kämpferin geübt ist. Daher erhält sie auf ihren Angriffswurf einen Übungsbonus von plus 2. Hinzu kommt ein Stärkemodifikator von plus 3, da ihre Stärke einen Wert von 17 hat. Wenn wir also den Grottenschrat angreifen und einen W20 würfeln, zählen wir insgesamt plus 5 zum Ergebnis dazu. Die daraus resultierende Chance wird uns auch vom Spiel angezeigt. Hier sind es 60%. Da wir bereits ab einem Wurfergebnis von 9 aufgrund unseres Bonus von plus 5 treffen, sind Würfe ab 9 aufwärts ein Erfolg. Daraus resultiert auch die Trefferwahrscheinlichkeit, da wir bei einem 20-seitigen Würfel mit einem Wurf zwischen 9 und 20 erfolgreich sind. Wir haben also eine Chance von 12 zu 20, 3 zu 5 oder eben 60% zu treffen. Solltet ihr eine glatte 20 würfeln, erzielt ihr einen kritischen Treffer. In diesem Fall fügt Lazelle mit ihrem Langschwert statt 1W10 2W10 Schaden zu. Es werden also 2 10er Würfel geworfen, um den Schaden zu berechnen. Dazu kommt noch der für die Waffe relevante Attributsmodifikator, der zum Schaden addiert wird. In diesem Fall Stärke mit einem Modifikator von plus 3. Ein kleiner Tipp: Es gibt Waffen wie das Langschwert, das beidhändig geführt 1W10 Schaden zufügt, aber einhändig 1W8, wenn man es beispielsweise mit einem Schild kombiniert. Solche Waffen tragen den Zusatz vielseitig, was ihr sehen könnt, wenn ihr über die Waffe hovert. Genau gleich funktioniert es übrigens auch mit Fernkampfangriffen. Hier ist das relevante Attribut zum Treffen und für den Bonusschaden einfach Geschicklichkeit. Und fast gleich verhält es sich mit Zauberangriffen, die einen Trefferwurf erfordern, wie beispielsweise Gales Feuerpfeil. Auch er hat einen plus 5 Modifikator zum Treffen und woher das kommt, habt ihr bestimmt bereits erkannt. Bei einem erfolgreichen Zauber wird allerdings der Attributsmodifikator nicht dem Schaden hinzuaddiert. Dafür sind viele Zauber mächtiger als Waffen. Dann gibt es aber auch Zauber, die sogenannte Rettungswürfe von Gegnern und allenfalls sogar euren Gefährten und NPCs erfordern können. Wenn Gale Donnerwoge wirkt, muss der Grottenschrat einen Konstitutionsrettungswurf ablegen. Gelingt ihm der Wurf, erleidet er nur halben Schaden und wird nicht zurückgestoßen. Dabei würfelt der Grottenschrat einen W20 und fügt seinen Konstitutionsbonus hinzu und einen allfälligen Übungsbonus, wenn er in diesem Rettungswurf geübt wäre. In welchen Rettungswürfen euer Charakter übrigens geübt ist, erkennt ihr im Charaktermenü am silbernen Schild direkt unterhalb des Attributs. Das Würfelergebnis wird dem Zauberschwierigkeitsgrad gegenübergestellt. Dieser geht vom Zauberwirkenden aus, in unserem Fall Gale. Dessen Zauberschwierigkeitsgrad entspricht einer 13, der sich aus folgenden Werten zusammensetzt.
einen Basiswert von 8, dem zum Zaubern relevanten Attributsmodifikator, also hier Intelligenz, und dem Übungsbonus und allfälligen Spezialboni. Wenn der Grottenschrat also einer Donnerwoge von Gale widerstehen will, muss er einen erfolgreichen Konstitutionsrettungswurf von 13 und höher ablegen. Diese Werte findet ihr bei zauberwirkenden Klassen übrigens unter dem Untermenü Zauberbuch im Charakterbogen. Ich hoffe, ich konnte euch einen klärenden Blick hinter den Vorhang erhaschen lassen und ihr hattet einen kritischen Erfolg bei eurem Wurf auf Nachforschungen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin verbrenne ich jetzt erstmal ein paar Mathematikbücher. Wir sehen uns. Tschüss.